Entschuldigung. Ein freundliches Guten Tag, eine Loge. Ich alle herzlich zur 15. Folge von Whisper of Mine. Ich bin ins Menü gehüpft, um halt euch für die Möglichkeit zu bieten, den schönen 18. Tag neu zu erleben. Genau, beziehungsweise hier diesen Bildschirm, ne? Ich finde eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hätte am Anfang das darüber nachgedacht, hätte ich mir immer jedenfalls den Tag als Screenshot gemacht. Aber passt schon. Pavel geht es besser, wir müssen ihn im Auge behalten. Wunderbärchen. Marco. Du bist hungrig, müde und deprimiert. Und hier steht was. Oh. Hier ist eine neue Geschichte wieder hinzugekommen. Tag 18. Meine Geschichte. Meinen glücklichsten Moment verbinde ich mit einem Feuer. Ich war neu in unserer Mannschaft. Die Jungs haben mich veralbert und aufgezogen. Doch, alles nur zum Spaß. Um es kurz zu machen, wir wurden wegen eines Feuers zu einem Wohnhaus gerufen. Ich hatte Glück. Ich rettete eine junge Frau. Von da an war ich akzeptiert. Und diese Frau, Alina war ihr Name, wurde bald darauf meine Frau. Glückskind, würde ich behaupten. Ja, du gehst jetzt mal da was futtern. Du bist hungrig, traurig, müde. Es wird jeden Tag schlimmer. Na, würde ich jetzt nicht behaupten. Du kannst jetzt hier erstmal was zu futtern holen. Du bist leicht verletzt, unterholst dich. Ja, ist eigentlich okay. Das reicht erstmal. Du bist zwar immer noch deprimiert und müde. Dadurch, dass du müde bist, geh mal lieber hier was rein. Leg dich mal was hin. Genau, mach da mal was rein. Jetzt könnten wir eigentlich doch die Tür verstärken, ne? Ja. Jetzt geh mal bitte die Tür verstärken. Ok, ok, los mit dir. Ah, ich kann mit ihm sprechen. Dann mach du das mal. Ja. Hätte Fahrradkette. Jetzt geht's leider nicht mehr. Genau. Munter ihm mal was auf. Ja. Temperatur. Ah, 14 Grad. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mal was verfeuern, ne? Das muss jetzt so reichen. So, ja, wenn wir jetzt das hier aufwerten wollen wegen Gemüse, dann könnten wir ja auch wieder ein bisschen mehr anpflanzen. Also mehr Lebensmittel produzieren, brauchen wir nur UV-Lampe. Holz und das, okay. Aber ich vermute mal, die UV-Lampe kostet dann wieder auch elektrische Bauteile. Und die elektrischen Bauteile haben wir gerade hier genug, um das da oben zu bauen. Ja, alles vier. Scheiße. Gut, wir brauchen elektrische Bauteile. Das hier kostet ja auch, glaube ich, einen Mixer oder sowas, ne? Ja. Da haben wir nicht viel von. Ja gut, dann setzt du dich mal hier in den Sessel, chill eine Runde und dann war's das. Könntest natürlich auch was futtern. Ja, futter was. Das geht absolut in Ordnung. Wasser haben wir genug? 14, ja, reicht. Du bist sehr hungrig. Ja, komm, dann steh mal auf. Ein bisschen Bewegung wird dir auch gut tun. Wir könnten ihn eigentlich schon mal wach halten. Weil immer halt nur liegen, glaube ich nicht, dass das die Wunden verbessern wird. Genau, so. Du bist so deprimiert und müde, dann leg dich mal hin. Du gehst mal kurz was kochen. Hier noch einen Stuhl hinsetzen, wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn der da am Gitarre spielen ist. Ja, machen wir zwei Portionen. Ja, dann haben wir eigentlich schon den ganzen Tagesablauf wieder hinter uns, oder? Ja. Stell du dich da hin und warte ab. Nein. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist richtig. Das Ding braucht ja auch ein Thermometer. Das bedeutet wieder elektrische Bauteile. Aber Moment, das braucht ja nur ein Thermometer, ne? Braucht das dann auch noch elektrische Bauteile so?
Nein, aber Bestandteile. Ah, komm, leg dich hin. Wir müssen mit den Bandagen haushalten. Ich habe nur noch zwei Stück, also. Nein, gerade kriegst du keine mehr. Ja, funktioniert ja alles. Alles ist vorbei. Ich habe jetzt ja alles erledigt. So. Dann schließt du mal Wache. Und ihr schlaft mal beide im Bett. Ihr seid ja verletzt. Ja, obwohl. Steh mal Wache. Du bist zwar verletzt, aber im Endeffekt kämpfen ja eh alle immer. Bauteile brauchen wir. Eine große Menge Materialien, eine Menge Teile, etwas Waffen. Etwas Lebensmittel, große Materialien, etwas Medikament. Ja, Medikamente wären an sich auch nicht schlecht, ne? Bombardierte Schule, eine Menge Medikamente, eine Menge Waffen. Supermarkt, Hauptplatz. Etwas Inhaltsstoffe? Aha. Da gibt es einen Unterschied zu. Ja, tauschen haben wir halt nichts, ne? Nun dient sie den Scharfschützen des Militärs als perfekter Aussichtspunkt. Nein. Nein, da werden wir dann nicht hingehen. Zur Kirche. Etwas Medikamente, aber wir müssen auf Vorsicht. Militärstützpunkt. Bombardierte Schule. Diese Schule wurde von Mörsergranaten beschädigt. Hier ist seit langem nicht mehr unterrichtet worden. Eine Gruppe von Leuten, die vor kurzem. Mit denen handeln. Ich glaube nicht, dass wir mit denen handeln können. Egal, wir probieren's. Aber wir handeln nicht. Wir werden da Sachen mitnehmen. Das, das, das und eine Weste. Genau. Und los geht's. Das wird jetzt interessant. Was ist mit den Kindern geschehen? Ach, stimmt, da fällt mir gerade was ein. In meinem ersten LP war ich hier schon mal, welches ich nicht hochladen konnte. Oh Gott. Holz, das? Waffenteile ist momentan nicht das, was wir brauchen. Was wäre nicht richtig? Okay. Die wollen irgendwas mit denen machen. Also sind das eigentlich allgemein gute Menschen, okay. Du darfst nicht eintreten. Ich habe mich da jetzt versteckt. Bin ich nicht weg? Okay. Was habt ihr denn im Allgemeinen anzubieten? Ein Elektrobauteil. Ich habe leider nichts, was ich dir anbieten könnte. Okay, da greift er mich also noch nicht an. Erst wenn ich wahrscheinlich hier weiter drin bin. Munition und das alles gut. Die Bestandteile können wir mal ein paar mitnehmen.
Ein bisschen Holz, wenigstens, ja. Die Hülsen, ja, das bringt mir noch nichts, solange ich daraus nichts machen kann, ne? Hier sind eine Menge Flugblätter mit Propaganda, auf dem ein Flugsymbol steht und geschrieben steht, bleibt weg von internationalen Hilfsabwürfen. Es könnte gefährlich sein. Meldet den nächsten Stützpunkt der Rebellen alle Abwürfe. Okay, hier kommen auch. Die ist mit Brettern zugenagelt. Bedeutet, ich komme nur hier rüber durch. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Okay, du musst da raus. Der hat mich nicht gesehen. Okay. Das da oben kann ich nicht knacken. Hier ist nur Holz. Das würden die auf jeden Fall... Boah. Ja. Also richtig weit bin ich jetzt bisher noch nicht gekommen, ne? Also, ich nehme jetzt noch mal die Dingesteile mit, weil im Endeffekt habe ich sonst nichts erreicht. Mach die Türe zu da oben. Ich glaube, ich werde kaum eine andere Wahl haben, als den einen oder anderen hier auszuschalten. Jetzt komm, mach die scheiß Türe zu. Ach, das. Ich dachte als erstes, es wären lange Haare. Ich schleiche mich jetzt mal an dem vorbei. Muss hier mal weiter durch. Aber wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ohne, dass sie mich beim nächsten Mal angreifen. Okay, ist mir jetzt egal. Ich muss jetzt weiter. Oh, Alter, wie viele Leute haben die hier? Ups. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Und um 5 Uhr muss ich abhauen. Nimm alles mit, was du nehmen kannst. Hopp. Komm, 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 komm. Hopp. Und was kann ich noch hier wegtun, was wir nicht brauchen? Also Schießpulver werden wir irgendwann brauchen. Aber alles, was wir hier haben, brauchen wir nicht. Okay, renn zum Ausgang. Stopp, keine Bewegung. Ja, im Endeffekt, was soll ich sagen? Wir hätten den vorher rauslocken sollen und den halt dann killen, also... Ich glaube, das hilft uns nicht. Na egal, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.